Wir gucken uns jetzt gleich noch ein bisschen The Wayland an. Das kam nämlich auch ganz, ganz frisch rein. Das ist ein RTS. Und ich würde da gerne einfach so ein bisschen reingucken und schauen, was das Spiel zu liefern hat. Das heißt, wir sind heute mega krass im Strategiefieber mit drinnen. Und deswegen habe ich mir gedacht, geil, dann machen wir das heute auch auf jeden Fall noch. Und ich präsentiere euch noch ein neues Game. Dann schauen wir mal, was dieses Spiel uns zu bieten hat. Ich hätte gesagt, wir gehen einfach mal in eine Kampagne rein und lassen uns das Spiel stückchenweise präsentieren. Often have I wondered, what makes a true knight? Is it valor, courtesy and conviction? As the church would have us believe? Or is it something elusive? Something nobler and more pure? I pondered the question at length and came closest to answering it while I traveled the world in the company of an extraordinary knight. His story began long before I met him, before I joined him on his personal crusade. It began in the Holy Land, where he and his peers fought a grim war in the name of faith. Ein cooles Intro, ja. Ich mag sowas total gerne, wenn so mit so altzi gearbeitet wird und dir was erzählt wird und du im Hintergrund so was Künstlerisches hast. Alice! Dankeschön, Wiener, für die 5 Monate übrigens. Vielen, vielen Dank. Okay, das heißt, ich wähle die aus. Und ich muss hinterherlaufen. Ui. Wo packe ich meine Kamera am besten hin, damit ich nicht so im Weg bin? Wahrscheinlich hierhin. Stehe ich hier gut? Ich glaube. So, mit der Kamera. Dann seht ihr, was passiert. Hm? So. Die Kamera wäre gut im Schrank. Im Schrank? In welchem Schrank? So. Valiant Brothers of the Sword. Nutze Hingabe auf Ulrich. Ah. Kann ich das? Ah, so mache ich das. Damit kann ich ihn jetzt wieder aufheben. Und dann muss ich die Tribocke verteidigen. Jawohl. Wow, Logose, wie frech. So, das heißt, wir sollen hier wahrscheinlich einmal mithelfen. Aber wahrscheinlich hier mal mithelfen, weil das sind, I guess, die Tribocke, die wir verteidigen sollen. Jawohl. Los, drauf da! Das haben wir hier anhalten und zurückziehen, aber das brauchen wir ja beides nicht. Das läuft ja ganz gut gerade. Und das läuft auch ganz gut gerade. Ah, das Spiel ist schon sehr, sehr hübsch. You, tell me where the assailants are coming from. Lord, guide my path. Seem to be coming from the east. Wo ist Osten? Ah, okay, da ist Osten. So viel dazu. Da ist Osten. Und da sehe ich jetzt quasi... Ja, aber ich bin hier mit der Kamera immer noch im Weg, ne? Also ich glaube, meine Kamera zu spiegeln und hier hinzupacken, ist für den in dem Fall besser. Weil dann seht ihr die 2 Einheiten, die wir hier haben. Die hier am Worken sind. Und dann gehen wir wieder zurück. Ach, hier vorne kommen noch mehr. Moin, moin. Ja, moin, was sehen meine trüben Augen denn hier? Tempelritter, dann mal ein fröhliches Desvult.
Einen wunderschönen, hallo Kalidorn. Einen wunderschönen, entspannten Freitag wünsche ich dir. Wunderschönen, entspannten Freitagabend. So sehen wir wieder. Ha, so seht ihr aber die Skills nicht. Jawohl, ja, wo packe ich mich denn dann hin? Ich bin halt, ich mache mich einfach kleiner und packe mich hier in die Mitte. Oben rechts eine Fledermaus, so von oben runter gespiegelt, meint ihr? Was? Der Greenscreen hat auch doof, ne? Müsste ich den Greenscreen fast wegmachen. Müssen wir die Map sehen? Müsst ihr die Map sehen? Weiß ich nicht. Das müsst ihr mir eigentlich beantworten, ob ihr die Map sehen müsst. Ah, guckt mal, wenn ich rechte Maustaste gedrückt halte, kann ich auch gucken, in welche Richtung ich mich hindrehen möchte. Okay, wir sind hier immer noch im Verteidigungsmodus. Wir wollen die Map sehen. Damit hätten wir die Frage beantwortet. Ja, aber das müsste doch jetzt langsam mal durch sein, oder? Jedes Mal, wenn ich glaube, dass es durch ist, spawnt ein neuer Gegner. Kann ich mehr aufdecken? Kann ich theoretisch gesehen da weiterlaufen, gerade in der Kampagne, und gucken? Nein. Nein. Ich muss hier bleiben. Ich muss hier bleiben. Oh lol. Oh lol. Ich habe gerade gesehen, dass was geändert mit dem Titel drin steht. Großartig. Maurice hat ja die Heldenfähigkeiten durchgespammt wie ein Verrückter. Ach, hat er das auch gespielt? Ach, ich habe gar nicht gesehen. True. Wir haben hier so Fähigkeiten. Das hatte ich gar nicht gerafft, dass wir die haben. So. Und jetzt soll ich mich umgucken. Jetzt soll ich mich umgucken. Und hier vorne ist eine Mine. No Saracens here, Lords. But maybe we can scout the area without being seen. Behold! A tunnel entrance. It must lead to the fort. How could we miss this? Hm? God is with. We did not, Theo. But whoever did would pay for his incompetence later. Let us collapse it! So, und jetzt machen wir hier quasi den Eingang kaputt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn du die eh nicht einsetzt, dann kannst du dich auch wieder vor die Skills schieben. Stimmt, dann kann ich behaupten, es gäbe keine. Immer diese RTS-Gegner. Wir haben 1000 Leute, lass mal immer in 10er Stücken schicken, bis alle dead sind. Das ist halt klassisch RTS, oder? Also, das ist ja klassisch RTS. Los, mach, dass es brennt. Mach, dass es brennt. Also ich stelle das da nach hinten und würde einfach damit das weiter angreifen. Und mit dem würde ich einfach einmal so vorsprinten. Bitte nicht ins Feuer. Und dann soll ich die Hügel erkunden. Ich gehe davon aus, dass damit auch das gemeint ist. Oder das da drüben.
More of the devils. There must be another tunnel. You shall feel my wrath! Gather around, brothers. What is it? Ist das so eine Special-Einheit? Der sieht aus, als wäre der so specially krass oder so. Stellt sofort 25% Standhaftigkeit und 10% Ausdauer bei verbündeten Truppen innerhalb des Wirkungsradius von 5 Metern wieder her. Das bedeutet, das heißt, diese Dinger gehen dann wieder hoch. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Mobility. Und diese 40 sind wahrscheinlich auch dieser lilane Streifen, den ich habe, also so Mana oder sowas. Was mich das kostet, I guess. Der hat keinen Helm auf, der muss ein Held sein. Das ist so Spielelogik. Auf jeden Fall. So, dann haben wir hier noch mehr zum Anfeiden. Come, brothers. Valiant brothers of the sword. Certainly. Advancing. What is it? Certainly. By divine mandate. Aber warum greifen die mich nicht an? Oh, das sind verbündete Einheiten. Das ist natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich doof bin, aber das war nicht besonders klug. Moving out, forging ahead, in God's name. Moving out, onward, forging ahead, in God's name. Okay, ich glaube, das wird unsere nächste Aufgabe sein. Aber davor müssen wir wahrscheinlich das hier noch alles entdecken. Das haben wir uns, glaube ich, noch nicht fertig angeguckt. Die waren nicht rot. Lila, rot, das ist doch das Gleiche. Ich frage mich, wie oft das im Mittelalter passiert ist bei so Schlachten, dass sich Leute aus Versehen getötet haben, die eigentlich in der gleichen Armee gekämpft haben. Also ab irgendeinem Punkt bist du doch so blutverschmiert und am Arsch, dass du einfach also auch wenn du dann so panisch bist und so weiter, ich kann mir vorstellen, dass die Leute aus der Panik heraus dann einfach blind danach geschlagen haben, was halt um sie herum steht, oder? Da wurden ja Wappenröcke ausgegeben. Wie meinst du das? Another tunnel, just as we thought. Collapse it, men! Agnus Dei. On the march. Ach so. Ja, wegen dem Wappenrücken. Das ist klar, dass es die dafür gab. Aber wenn du so blutverschmiert bist, dann erkennst du das ja nicht mehr zwangsweise, oder? Vor allem, wenn du ja jetzt, sag ich mal, wenn zwei Armeen mit zwei ähnlichen Farben als Wappentiere gegeneinander kämpfen. Wie ein Mordhau, wenn blaue blutig sind, werden sie von den Maids auch oft mit den roten verwechselt. Safe, also. Ja gut, aber die Römer waren ja auch Genies, was ihre militärischen Fähigkeiten angeht. Come on, you dogs! Forging ahead. Lord. Onward. Theo, aid our soldiers when they need it. By divine. These infidels seem to be seasoned veterans. Nice. Das passiert auch heute auch noch die ganze Zeit. Die USA haben schon Kriege geführt, in denen sie die höchsten Verluste durch Friendly Fire hatten. Krass. Lass die Heiden ziehen, warum? Oh no. They can't hear you over the clamor of battle, brother. Save yourselves, men! Retreat! Retreat! Lord, guide my path. For the Templars! Certainly. Yes? Hat mir das Spiel gerade einfach gezeigt, dass meine Mates gestorben sind,
und ich nichts dagegen tun konnte. Dankeschön, Fruchtzwerg, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Pain. Einmal quasi gebrochen, das ist ganz gut. Dann wollen wir den da hinten ein bisschen boosten, während er da hinten alleine am Kämpfen ist. Und Dankeschön, Another Mister, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß auch an dich weiter. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich würde sogar vermuten, dass heutzutage die Tode durch Friendly Fire sogar stark angestiegen sind, zumindest prozentuell, weil die Uniformen nicht mehr auf Fraktionszugehörigkeit designt werden, sondern auf Tarnung. Ja, aber es sind auch weniger Menschen aktiv am Fighten und mehr Maschinen, so mehr Drohnen und so weiter. Die Unterscheidung wurde hauptsächlich durch Farben hergestellt. Es gab auch Schlachtrufe, wie so ein Code Word. Oft wurde es aber durch das Aussehen oder Sprachen miterkannt. Imagine, dein Leben wird in der Schlacht beendet, weil du nicht genug so aussiehst wie die Leute, mit denen du im Krieg kämpfst. Und deswegen verwechselt wirst und stirbst. Lord, guide my path. For the Templars, certainly. Ich wäre ja so pissed. Also wäre ich halt nicht, weil ich tot wäre, aber. Ich soll halt vor der Festung Stellung beziehen. Aber wenn ich einfach hier bleibe, dann sterben wir halt einfach. Agnus Dei. Yes, that is God's will. They don't stand a chance. God is with us. We've cut down many of the foes. Okay, und jetzt darf ich reinlaufen. Buddhist werden und Respawn-Knopf drücken. Krieg an und für sich ist ja schon kacke, aber wenn dir dann so ein Typ in den Rücken prügelt, der auf deiner Seite ist, ist schon Kot. Das ist eine gute Beschreibung, ja. Krass, das wusste ich gar nicht, dass man auch so Schlachtrufe hatte, die dabei helfen soll. Ich meine, es ergibt absolut Sinn. Es ist absolut logisch. Aber das höre ich auch zum ersten Mal gerade. Finde ich super spannend. Oh, geil, Fette. Was gibt's für Sushi? Und hallo, der Troll. So, nochmal die Dudes buffen. Einfach, weil wir können. Damit die ein bisschen mehr Energy haben. Ich muss nur ganz kurz, ich bin gleich wieder da, Leute. Ich muss nur ganz kurz meine Assistentin aufmachen. Die ist nämlich vor der Haustür und bringt schnell was vorbei. Da bin ich wieder, sorry.
Latti hat mir für Sonntag ein Outfit ausgeliehen. Aus dem Theater. Beziehungsweise im Kostümverleih. Und hat das eben vorbeigebracht. Dankeschön, Topol, für die 17 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Aber meine Armee ist noch da, ne? Wir existieren noch. Hast du mich nicht gehört? Nee, hast du mich gerade angesprochen? Ich hab dich nicht gehört gerade. Ich hab dich nicht gehört. Ich bin gleich wieder da. Sorry, ich hab dich wirklich nicht gehört. Ich komme. Ich hab dich nicht gehört. Ah. So, jetzt bin ich da. Halleluja. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Kalle mit mir geredet hat. Ich habe den einfach weggedodged gerade. Dankeschön, Daniel, wegen dem Sub. Dankeschön, Turtle Squad. Und Mojo und Urinsteinesser. Schöner Name auf jeden Fall. Und hallo, Topolfrei. Vielen lieben Dank auch an dich für die 17 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. So, was ist unsere Aufgabe? Must we, brother? Jetzt bin ich voll raus. I don't think we... Then don't think, Theo. We're going after him and we'll capture that damned heathen. The ransom will be astronomical. Certainly. Folge den Spuren. Ach, wir müssen jetzt hier nach draußen quasi. Na gut. Dankeschön, Flasania, für die 4 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Scheiße, wir laufen jetzt hier lang. Und hier rüber. Jawohl. Die lilanen kann ich nie steuern, ne? Es sind immer nur die blauen, die zu steuern sind. Es gibt auf jeden Fall in dem Spiel auch so ein Multiplayer-Ding, wo man mit bis zu 3 Freunden gegeneinander Last Man Standing spielen kann. Das möchte ich mir auch unbedingt noch angucken. Ulrich hat richtig Bock auf die Helden, Ulrich hat gar keinen Bock. Ah, hier haben wir Spuren. Die Spuren sind Tote. Das ist eine nachvollziehbare Spur. Tote Leute. Oh! Alter, ich habe mich übel erschrocken gerade. Agnes. Könnt ihr kämpfen, bitte, und nicht einfach irgendwie blind in irgendeine Richtung weiterlaufen? Leute, wenn das Gras auf einmal Arabisch spricht. Und dich tötet. At the ready. Come, brothers. In God's name. Moving out. On the march. Forging ahead. In God's name. On the march. Onward. Nein. Nein. Ach, kommt. Gather around, brothers. Liegen die einfach?
Lol. Die liegen einfach. Ich hab die richtig umgeworfen. Nice. Ich hab die einfach umgeworfen. Kall ist deine Assistentin. Digga, Burgmeer, was genau ist denn, also, was laberst du? That was the last of them, it seems. The Caliph must be far away by now. But let us investigate this dig site just in case. So, und jetzt sind wir hier und dürfen Sachen untersuchen. Whatever the case, the Caliph could be inside. Let us proceed. Hat Ulrich nicht gerade gesagt, dass der Kalif schon mega weit weg ist? Und jetzt sagt er, der ist wahrscheinlich hier in der Nähe? What do you think this place is? Ruins, it seems. But they do not belong to the Arabs. Tread lightly. The floor seems cracked and unstable. Oh, don't be such a worrywart. It's perfect. The fuck? Geil, Wetter, das klingt mega gut. Are you all right, brother? Aye. What is this place? Es hat so eine richtige Story, ne? Mit Toten, die ein bisschen aussehen wie Zombies. Aber ich glaube, ich wünsche mir geradezu sehr Zombies, als dass das Zombies sind. Can you feel it? Feel what? Ich dachte gerade, das ist aber ein großer Pfeil, den er da in der Hand hat. Dann bin ich drauf gekommen, das ist gar kein Pfeil. Das ist ein Zepter. Ich bin ein bisschen lost. Nee, Burgmeer, Kalle ist der Mensch, mit dem ich zusammenwohne. Das ist mein Freund und meine Assistentin war gerade ganz kurz da und hat mir was vorbeigebracht. Und ich habe meiner Assistentin die Tür aufgemacht, weil sie mir was vorbeigebracht hat. Und Kalle hat mich im Gang angesprochen und ich habe nicht gecheckt, dass er mit mir geredet hat. Und darum ging es. Deswegen bin ich nochmal raus und habe geschaut, was los ist. What could the strange relic be? The young knights took its recovery from that dark hole as a clear sign from God. They had no way of knowing how close they were to the truth. According to scripture, the rod borne by the prophet Aaron, elder brother of Moses, was a branch of the tree of knowledge itself. It displayed miraculous powers during and after the Exodus, and was considered one of the holiest relics of the times. Yet, its powers were not meant to be wielded by mortals for long, and so the rod was sealed away in the Ark of the Covenant upon Aaron's death. Thus, it was guarded by the faithful throughout the ages, and eventually made its way to Jerusalem, where it stayed until that great city fell over 600 years ago. Before it could be destroyed, a group of erudite monks saved the rod by taking it south to the Dark Continent, and eventually, being unable to bear its divine power, they broke it into three pieces. Their desperate act proved to be their undoing. Sundered thus, the rod began to seep a harmful influence into its keepers. It eroded their will and their faith crumbled. The last of them took the three pieces and went their separate ways, vowing to hide the rod's three parts from the world. The knights had unknowingly happened upon the hiding place of one of the pieces. Their lives were irrevocably changed from then on.
Dum, 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 dum. The campaign carried on, and the Templar Knights fought valiantly on Antioch's borders. 3 months later, victory was close at hand, but then the Caliph returned at the head of a large Saracen army. The Templars, surrounded and besieged in a fortress they captured from the enemy, Hilarious. Now had to fight for survival. Was ist denn? Achso. It is the Caliph's banner, Lord. He must be directing the siege in person now. He has the gall to show his face again and play the conqueror. We would have done the same had he defeated us, nay, brother. Rebound and persist. He'll sorely regret coming back here. Looks like the Saracens are about to meet a leader. The wall cannot hold much longer. Ich hab. Statt Met-Glühwein habe ich Met-Glühwein gelesen. Und ich war ganz kurz massiv angewidert. Met-Glühwein. So, ich habe nicht zugehört, was meine Aufgabe ist. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Sie kommen. Alle Helden müssen überleben. Oh. Valiant Brothers of the Sword. Easy. Nur dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. Wie ist das dann? Ist das dann so, also so Glühwein mit so Zwiebeln und Mett und das schwimmt so drin? Okay, können wir dieses Nevermind. Lasst uns bitte dieses Gespräch einfach nicht weiterführen. Alleine die Vorstellung an dieses Gespräch widert mich gerade an. Es widert mich an. Lasst uns nicht weiter drüber reden. Gather around, brothers. The time for action is at hand. By divine mandate. Yes. You shall feel my blade. Ah, ich glaube, ich pull zu viel. Advancing. That is God's will. At the ready. Knights of... You shall feel my blade. They don't stand a chance. Valiant brothers of the sword. Moving out. Unsere zwei Einheiten sind halt irgendwie stärker als eine ganze Armee. Das ist halt irgendwie total absurd. Ich hab nicht so viel und ich kann mit denen, glaube ich, die kann ich halt nicht steuern. Die sind halt da, aber eigentlich sehen die nur ganz süß aus. Ich kann die, glaube ich, nur heilen. Das geht auf jeden Fall. Dankeschön, Stefan, für die 19 Monate. Das ist sehr nett. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Es sind halt Tempelritter, die haben schicke Helme. Ja, aber Helme machen dich doch nicht OP, oder? Da muss ja schon noch ein bisschen mehr da sein als ein Helm. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin unsterblich mit meinen Charakteren. Ich meine, jetzt darf auch niemand sterben von meinen Helden, sonst ist die Kampagne vorbei. Aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht mal sterben, wenn ich es darauf anlegen würde. Heile ich mich da hinten? Preliminary attacks to find our weaknesses. The main assault is still to come. Der Gamester-Test hat auch gesagt, wer schon mal RTS gespielt hatte, sollte es auf schwer spielen. Naja, ich habe halt einfach die
Tutorial-Kampagne gestartet, ne? Um einfach mal reinzugucken. Hab auf den Stream geklickt und gelesen, wir schnuppern in die Weiland rein. Ach so, in die Städte. Dachte, du machst einen Praktikumstag bei der Weiland Bank. Ja, ich werde auf jeden Fall Bankmitarbeiterin. Ich habe auf jeden Fall den seriösen Touch, um in einer Bank zu arbeiten. Ah, ich soll was rekrutieren. Geil, jetzt habe ich drei Einheiten. Der plündert bestimmt. Salim, you should not be here. It's too dangerous. I wanted to bring water to the brave ones who fight. It looked like there was a lull. I wish I could do more, but I am old and you see. Hey, Rocket Beans, konntest du mich überzeugen als Bankmitarbeiterin? Das freut mich. Your people have been a great help. We are very grateful for our treatment, good lord. You Templars have already proved much kinder lords than the Khalif ever was. Only I am afraid of what will happen to us after the battles. We are not here to conquer, but to oppose the conquerors. So us locals will enjoy your protection, lord? Aye. That is what I vowed to. God protect us. Another attack. Now, go! Kann man bei dem Spiel auch aus der Perspektive der Kalifen spielen oder spielt man nur die Kreuzritter? Marching. On the march. Valiant Brothers of the Sword. Face me. My lord. And stay down. Agnus Dei. Nur Theoderich. Hemsklamm wird angegriffen, auf sie! Also spielen wir quasi nur die Templer. Also, ich find's nicht schlimm, aber ich persönlich priorisiere oder favorisiere mittlerweile Spiele, die... Oh mein Gott, ich habe mich mit Cola angeschüttet. Halt, stopp mit dem Krieg. Moment, stopp. Ich habe vergessen, dass ich hier eine Glasflasche vor mir habe. Überall Cola. Geil. Immerhin habe ich jetzt habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, meinen Tisch ausnahmsweise mal wieder zu wischen. Niemand hat gesagt, dass ich meinen Tisch mit Wasser wischen muss. Ich habe jetzt ein bisschen Cola hier zum Wischen. Geil. Geil, geil. Stopp mit dem Krieg. Da ist Cola auf dem Tisch. tatsächlich mag ich Spiele mittlerweile mehr, wo man mehr die Wahl hat, dazwischen, also zu wechseln quasi, was genau man spielt. Weil... Valiant Brothers of the Sword. Also das ist halt, Krieg wird immer von den Siegern geschrieben und dass wir hier halt quasi gerade gesehen haben, dass die Einheimischen so dankbar dafür sind, dass die Kreuzritter da sind, bringt mich halt so ein bisschen zum Schmunzeln. Ich denke so, ich hätte gerne die Alternative, wenn du den Kalifen spielst und die Einwohner dann dem Kalifen genau das gleiche sagen, was sie den Kreuzrittern gesagt haben, so. Halb hier immer Toilettenpapier beim Stream dabei, immer. Ja, auf jeden Fall. Damit du halt schnell reagieren kannst, wenn was ausrinnt. Ich bin ja Profi-Zockerin. Natürlich. Massaker von Jerusalem nie gehört? Nee. Nee, nee, nee. Kannibalismus der Kreuzritter beziehungsweise der Kreuzzüge. Nee, 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 nicht die Christen. Die Christen würden das doch niemals tun. Lord,
Aye. Cut them to pieces! I'm opening! Attack! Ungefähr so oder so ähnlich habe ich dieses Jahr eine Tastatur fast zwei zerstört. Mit Cola auf dem Tisch. Moussaka von Jerusalem. Das ist doch was mit Auberginen, ja. Leg it, man. On the double lord. Knights of the Templar Order. Valiant Brothers of the Sword. My lord. God is with us. They don't stand a chance. And stay down. Wo ist denn meine dritte Armee? Ach, die ist da oben. Wird automatisch mit angegriffen und ich hab's nicht gecheckt. Das zieht sich. Wow. Wie hast du es geschafft, dass es auf deine Tastatur drauf geregnet hat? Warst du ein schlechter Nerd und hast deine Wohnung verlassen? Ich glaube, es ist ein weit verbreitetes Phänomen, dass unterworfene Bürger immer sagen, oh ja, super, frag mal die Armenier zur Zeit des Römischen Reichs, da haben Parthien und Rom regelmäßig Städte und ja, sagen wir befreit, ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, also ich finde es jetzt nicht mega schlimm. Ich glaube nicht, dass jedes RTS darauf ausgelegt ist, ein historisch korrektes Spiel zu sein. Aber deswegen sage ich, ich mag das halt mittlerweile sehr gerne, wenn du halt unterschiedliche Perspektiven spielen kannst und wenn die Völker oder die Unterworfenen dir das dann halt in jeder Perspektive sagen, weil, wie ich halt, wie wir gerade gesagt haben, dir halt eigentlich immer gesagt wird, oh ja, du bist super, bitte töte mich nicht, so als Unterdrücker, sag ich mal. Deswegen musste ich nur gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe mit, ja, ihr seid so viel besser als die Kalifen, so. Mhm. Bestimmt. Dankeschön, Kleppi, für den verschenkten Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Valiant Brothers of the Sword. They don't stand a chance. Hallo, der allerechte Lachs. At the ready. Aber es wird gerade schon unangenehmer. Lass da mal ein bisschen was hochleveln, damit der seine Fähigkeiten machen kann. Their assault has abated. Hui. We took the fight out of them, brother. Certainly. You shall feel my blade. Dankeschön, Laras, für den Prime Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. We should strike at those siege engines while their forces are in Wohnung verlassen, ich bin noch nicht lebensmüde. Risky. Naja. But naja. Sind wir doch alle ein bisschen. We strike. Ich muss die Katapulte zerstören. Okay. Kann ich mich zuerst heilen? Oh, und ich kann noch einen Speertrupp rekrutieren. Heilen meine Einheiten in dem Gebiet? Nee. Das ist natürlich super, dass die nicht heilen in dem Gebiet. Habe ich irgendwas, was heilt? Das heilt ja, glaube ich, nicht, oder? Das gibt nur Standhaftigkeit, aber keine Heilung. Was heilt denn, Lord Philippa, weißt du das? Ah, ich muss da ranlaufen. Hallo, Gaius. Jawohl, ich schnupper rein. Ich muss nur draufdrücken. Dankeschön. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Was nach draußen? Draußen sind Drogen drin und keine Drogen. Ich bleibe drin. The fuck? Okay. Und jetzt müssen wir nach raus Katapulte zerstören. Aber wir haben ja genug Armee. Lord, guide my path. Ja, habe ich angespielt. War cool. Fruchtzwerg. If that is God's will, advancing. At the ready. Knights of the Templar. Spearmen under attack! Under attack! Face me! On the march! Ach, ich habe Wurfspeere. Dann hätte ich die vielleicht nicht als erstes reinschicken sollen.
with the strength of God! Valiant brothers of the sword. Your command, Lord. And stay down! On we go! Move out! God is... They don't stand a chance! Das läuft doch richtig gut. Ich bin mit meiner einzigen Einheit, die potenziell auch ein bisschen Range schießen könnte, als erstes reingelaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich gedacht habe, dass irgendwas schief gehen könnte. Knights of the Templar Order. By your side. Ulrich, where is he going? Ulrich. How can we serve, Lord? Ulrich. Hallo, Ulrich. They are lifting the siege. They are in full retreat. Look, brother, on the march. Ulrich. Lord Ulrich charged into the retreatant. Hallo, Maurice. Into his death, Lord. What madness took him? I do not know, but we have to follow him. Perhaps we can still rescue him. Ah, das liebe ich. Mein Bruder ist irre und er ist irgendwohin losgelaufen. Und wir wissen gar nicht, wohin er ist. Und wir wissen auch nicht, ob er irre ist. Aber lass mal einfach das Leben von 30 Soldaten opfern, weil ein stinkiger Ritter, der völlig irre im Kopf ist, losgelaufen ist und wir nicht wissen, warum. Mittelalterlogik. So muss das ja natürlich. Marching. Advancing. Leg it, men. Lord, guide my path. We are your shield. Will be done. Orders, Lord. Step lively, men. Orders, Lord. On the double, Lord. Moving out. Ich glaube, das sind keine kreuzzugkompatiblen Moralvorstellungen, die du hast, Pia. Aber ist doch so. Valiant brothers of the sword. Awaiting. Gather around. Es ist Kameradschaft. So ein Ritter ist teurer als 30 Olle-Fußsoldaten. Da gab es ja mal eine Rechnung, wie viele Rinder so ein Ritter kostet in der Ausbildung und im Unterhalt. Das sind echt viele Rinder. Frage, hat das Spiel Fantasy-Einschläge? Wurde ja eine Sequenz eben angedeutet. Ich kann es dir nicht sagen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie viel Fantasy drin ist. Why would Ulrich do this? We must find him. Why would Ulrich do that? Agnus Dei. But why would Ulrich do that? Ach, ich habe so eine Ulti, die hatte ich noch gar nicht gedrückt gehabt. Rache und Vergeltung. Einmal auf den Totenkopf mit drauf gedrückt. So. Da ist ein Haus. Ich bin laut Kamelrechner 87 Kamele wert. Come, brothers. On the march. Der Kamelrechner ist auch sowas Absurdes einfach. Tschüss, Tilly Klaus. Danke fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Aber ich freue mich sehr für dich, dass du 87 Kamele wert bist, wenn man das so sagen kann. Sagt man das so? Also gratuliert man da? Oder was genau macht man in so einer Situation? Freut mich für dich, I guess. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Kamele ich wert bin. Danke, es ist viel wert, oder? Ja, ich denke schon, dass ein Kamel ganz schön teuer ist. Was schätzt du denn, wie teuer ein Kamel ist? Ich kenne den Kamelrechner. Bestimmt eine Menge. Ich glaube, blond war immer einiges wert da. Ja, blond, blaue Augen.
Das macht viel aus. Ich weiß halt, ich weiß nicht, wie viel kann mir, also, aber ich bin auch nicht originalblond, Maurice. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob originalblond mehr wert ist. Die Preise für Kamele variieren und natürlich ist alles Verhandlungssache. Für ein großes, starkes Kamel kann man bis zu 20.000 Dirham ausgeben, sagt Beleid. Das entspricht ungefähr 2.000 Euro. Junge Kamele kosten etwa die Hälfte. Okay, wenn du 87 Kamele wert bist, dann ist das ordentlich was. Holy shit. Dann könnte sich die Person statt dir auch ein Haus kaufen. Für meine Nachbarin wurden dem Vater in Ägypten 5 Kamele geboten. Das ist so makaber, ey. Das ist so makaber. Und wie war euer Ägyptenurlaub? Wie geht's Anna? Ja, Anna hat leider entschieden, dass sie uns nicht mehr zurück nach Hause begleiten wird. Oder vielmehr, wir haben entschieden, dass Anna uns nicht mehr zurück nach Hause begleiten wird. Wir haben stattdessen jetzt Paul, Rudi und Seppel. Und es sind unsere 3 Kamele im Vorgarten. In God's name. Moving out. Moving out. In God's name. Warte, Lord. Spearmen. Leave none standing. We are your shield and your blade. And stay down. Swordsman. This is our chance. Der Kamelrechner gibt mir gerade voll das gute Gefühl, muss ich sagen. Damit werde ich jetzt immer flexen, dass du 87 Kamele wert bist. Mit den Kamelen können sie sich eine neue Anna kaufen. Oh, ist das so makaber, ey. Also, ich bin 88 Kamele wert. Oh Gott, Leute. Dieses Gespräch geht in die falsche Richtung. In diese Richtung sollte dieses Gespräch nie gehen. Ich wollte eh nie Kinder, aber Kamele wollte ich schon immer. So, dann kann ich den jetzt hier heilen. Einmal. Aber was Neues rekrutieren kann ich nicht. Gut. Also für ein Kamel, das Seppel heißt, verkaufe ich mein Erstgeborenes. Oh, das ist makaber. Wir tauschen Anna gegen ein Braunhaarmodell und machen ein bisschen Gewinn. Aber Anna ist doch die braunhaarige. Elsa war die blonde. Das heißt, du müsstest Elsa verkaufen und Gewinn machen. Was heißt hier nur Flasania? Kamele sind großartig. 66 Kamele ist schon sehr viel. Da kannst du richtig stolz drauf sein. Ulrichs men, we have to aid them. Forging ahead. Duty calls. Javelins down. At the ready. Strike them down. Aye. On we go. Agnus dead. Haben wir den jetzt weg? Sterben Sie! Los! Gute Gewinnstrategie. Brünett einkaufen, blondieren, teuer verkaufen. Ich gehe mir mal eben den Mund auswaschen. I do not like your tongue, Guido. Especially after we saved your skin. I suppose I should be grateful to you, Lord. Wie du musst Kamele geben. But enough of this infantile quarrel. Where is Ulrich? Lord von Gravel pushed further north. Warum läuft Ulrich weg? Not at liberty to say. We fell behind to defend his advance. This is madness. But we have to find him. You, you're coming with us. Warum rennt Ulrich weg von uns? Weil Ulrich Kamele gesehen hat.
Alles gut, Loose Beauty. Das passiert also im Peer-Chat, wenn ich mal nicht dabei bin. Moralisch ganz einwandfrei, wie ich sehe. Ja, ja. Also, man kann natürlich jetzt auch einfach ganz falsche Dinge hier rein interpretieren. Aber das ist in Wahrheit ein völlig legitimes und komplett harmloses Gespräch, wie es in jedem Stream stattfinden würde. Jeder Stream unterhält sich gelegentlich über Menschenhandel. Das ist ganz normal. Hätte meine Frau für 15 Kamele verkaufen können. Und wie viel hätte sie für dich bekommen? Also, dass wir die nicht down bekommen haben, ey. Darum geht's doch gar nicht. Hier wird offen über Kamelhandel gesprochen. Genau, es geht nur um die Kamele, um den Tierschutz. Quiet now. I see you have brought friends. Why, brother? Why did you leave and lead us here? Wir haben Ulrich gefunden. Stayed behind, Theo. Nevertheless, I am glad you came. That damnable Caliph will soon be in our custody, and he'll then tell me everything he knows about the relic. The relic. Ulrich ist ein bisschen crazy, oder? We found it near his fortress. You cannot believe for a moment that this was by chance. He must know something about it. He must. That excavation was much older than. Nonsense. He has to know, brother. You are not yourself. Let us leave this madness behind and return. Leave? And give up such a hostage as well as the knowledge of the relic? Are you out of your mind? Ya ilahi, ma hadha? Uqtuluhum! So much for the element of surprise. Ja, du warst auch der, der geschrien hat, du Eumel. Tell me what you know of the relic, and I will not cut you down, heathen. I do not know what you are talking about, heretic, but you never should have come to this land. Now it will be. Digga, ein Tauschkamel wendet dann also von Familie zu Familie und kommt in die Familie mit weniger Frauen. Ein Tauschkamel? Was habe ich. Was sind Tauschkamele jetzt? Gibt's eigentlich Pfandkamele? Was genau sollen Pfandkamele sein? Also Pfähle, die man, Kamele, die man quasi abgibt und die man dann wieder zurückbekommt, oder wie? Was ist denn die Idee hinter Pfandkamelen? Wenn du gemietet wird, bleibt dein Kamel als Sicherheit beim Vermieter. Und das ist dann ein Pfandkamel, oder wie? Das ist jetzt ein wildes Gesprächsthema. Kamelsteuer, ich schreie.
Bezahle ich meine Brötchen eigentlich auch mit Kamelen? Ich glaube, da kriegst du sehr viel Kamele für. Knights of the Templar Order. Swordsmen are falling, Lord. Gott, wir haben ihn. By God, Theodoric. Now the devil is slain. Ich schaff diesen Chat nicht. Ich schaff diesen Chat nicht. Es sind so viele Kamel-Kommentare. Einfach googeln. Chattig. If I knew. What a setback. At least he won't annoy me further. But the villagers we took in served him before our arrival. So it is possible that they know something about the scepter. Enough! Enough of the scepter! Enough of this madness! Ich werd verrückt. You took that damned scepter, you haven't been yourself. You brought us here, then abandoned the fight, abandoned your men, and even abandoned your vows! For what? Careful, Theodoric. We may be friends, brothers even, but never forget who is in command here. The villagers know nothing of your scepter. How could they? I agree, Lord. If they did, I would have gotten them to sing about it by now. What? Well then, there's no point in keeping them. With our water supplies running low, they can't stay here. We'll release them from service so that they can go to their people. As you will, Lord. You cannot be serious. The next village is 5 days' walk across the desert, and the ponds around the fort were fouled by corpses. I am sure they will find a way. You are sending them to their deaths! Better them than us. My hands are tied. I have to look after our men. Oh, now you suddenly care for them. Brother Theodoric, you are clearly upset, so I will try to forgive your insolence. But if you detest your order so much, you can take off your cross, join the Arabs, and march with them into the desert. What happened to you, brother? I took the reins, Theo. It is time you accepted that. Dankeschön, Skolf. Für den Prime Sub. Danke, danke. Their friendship grown cold, marred by one's ambition and the other's resentment. The two knights ceased to be comrades. The campaign ended. And most Templars left the Holy Land for other prospects. And so Ulrich returned to Europe, where he became a great man, leading thousands, while the relic slowly corrupted him. Was he aware of what the holy artifact was doing to him? Theodoric returned to his lands in Saxony, but hung up his sword and answered the call of the Templars no more. He turned to the land and to its people, vowing never to wage war again, no matter the cause. 11 long years have passed since he retired thus, and on this fateful night, at last, the Lord has led me to him. My lord, this is the one. Claims to be a monk, says he came to see you. I reckon he just wanted to get out of the rain. Do I get rid of him? No, it's all right. Leave him here. As you command, lord. Es sieht wirklich aus wie so ein großes Pfeil, ne? So ein dicker, großer Pfeil. Tell me truthfully, what is your business here? You can start by telling me who you are. I told him that I am but a humble servant of God, who stumbled upon ancient holy texts on relics that were hidden by a secretive sect of monks. Relics that may hold great power and even greater peril. Lord Theodoric listened carefully as I recounted the tale of Arran's rod. How 3 pieces of the artifact were hidden in the southeast, and how knowledge of them reached me.
What does this have to do with me? Not with you, Lord, but with your friend. My research leads me to believe that the scepter he famously owns, the one you found in the Holy Land, was fashioned from a piece of the rod. I know how this sounds, Lord, but your friend, he is in danger, Lord. He has possessed the relic for a decade now, and it may have given him power over others, but it is not meant for mortals. It is unthinkable what evil it will end up unleashing, and I'm afraid he might also know of the other two pieces. He might want to obtain them, unite them. But there is a chance to prevent all that. If one were to recover the relics before your friend does, Lord, I happen to know that the founding stone of a faraway monastery might give clues to the whereabouts of the other two pieces. I came here to warn you, to perhaps aid you, should you decide to take this burden upon yourself, Lord. Where did you say this monastery was? Also, um dem Ganzen jetzt mal zu folgen. June 1st, in the year of the Lord, 1217, south of Bamberg, the Holy Roman Empire. Ah, ich krieg Gänsehaut von diesem Kratzgeräusch. And so it came to pass that Lord Theodric took up the mission of the relics, and we set out to wander across the empire with newfound purpose. Ahead of us now lies a perilous journey, but with the Lord's blessing, we know we will succeed. Our destination is the Black Forest in the far southwest, where, I have learned, a Cistercian monastery may hide answers about the remaining two relics. The Empire's roads are busy with traffic, much more so than is customary for the time of year. Many of the travelers are armed and march under strange banners or bear unusual coats of arms. Hopeful crusaders, most of them, headed for Italy, then onwards to the Holy Land on the order of His Eminence, the Pope. Sadly, there are already rumors of robbers and raiders spreading like wildfire. Ich bin so voll in der Storyline drinnen. Schau in den Chat und das erste, was ich lese, ist: Ist ein pulverisiertes Kamel eigentlich Kamel? And fields filled with people busy with summertime labor. Conrad, Lord Theodric's loyal huntsman, says that tomorrow we will reach the village of Ruhrweg, the only place for miles with a bridge to allow safe crossing of the local river. Somehow I did not expect our journey to be so uneventful. Könnt ihr euch bitte auf die Geschichte konzentrieren? Psst. Hört auf, da hinten zu tratschen und hört zu. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier Gleichgesinnte. Hier kriegen wir Erfahrung. Und kann ich jetzt hier die Schwierigkeit theoretisch gesehen einstellen? Oder ist jetzt einfach das ganze Ding, weil das auf Kampagne ist, auf relativ leicht? Ah, hier kann ich auf schwer stellen. Und dann können wir ja mal, wenn wir die Mission spielen, gucken, wie sich's anfühlt, wenn wir es auf schwer spielen. Wir spielen mit Theoderich. Oh, der auch richtig geile Talente hat, die er jetzt lernen kann. Und Konrad. Achso. Geil. Und mit Konrad und Theodrich gehen wir jetzt in den Kampf rein. Wir wollen... einmal Bogenschützen und einmal Schwertkämpfer haben. Und dann gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Das sieht aber cool aus auf jeden Fall, wie man sich die Sachen da so zusammencraften kann. Hallo, Raxpunzel. Wait. This is recent. W-
Warum die Kuh? Oh, das ist ein Pferd. Da fiel mir, das war ein Pferd. Ich dachte, das war eine Kuh, aber das waren Pferde. I cannot. On the march. Onward. Ach, Leute, nein. What in God's name has happened here? Who are these men? Nein, ein Kamel, Friedan, ist kein Karmel. We know not what we are walking into. You shall feel. Kill them all. Give them volley. Ambush. Bowman. Honey. By your side, Lord. And stay down. At the ready. Do not falter. Attack! Give them volley. Right. Honey! The day of rest. Strike them down. Swordsman! Das sieht doch gut aus. Also die halten jetzt viel mehr aus, merke ich. Seitdem wir auf schwer gestellt haben. Aber es sieht trotzdem sehr gut aus. Hört auf, dass sie Witze vorliest. Ich versuche hier Warhammer-Figuren zu bemalen und da hilft laut Lachen nicht. Aber laut Lachen an einem Freitagabend ist doch perfekt, um in einen wunderschönen Freitag zu starten, in ein Wochenende. Was ist ein dreihöckiges Kamel? Schwanger. Den kenne ich schon. Was ist bei einem Kamel kleiner als bei einer Maus? Das M. Nein. Nein, ich will das nicht. Kann ich mich weigern? Kann ich mich weigern, den Witz anzunehmen? Kann ich einfach Nein sagen zum Witz? Danke schön, Black Rose, für die 24 Monate und ganz viel Spaß hier. Vielen lieben Dank. Gibt's in Ark Kamele? Und wenn, werde ich es dir nicht beantworten. Das sind Dinge, die musst du nicht wissen, Niki. Es gibt keinen Grund, warum du wissen musst, ob es Kamele gibt oder nicht. Und wie riecht es? Wie riecht was? Hä? Wie riecht was? Oh Gott. Ich habe einen Teil meiner Armee vergessen. Nein, 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 hör auf. Wir müssen hier kämpfen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Bogenschützen mit. Im Titel steht, wir schnuppern irgendwo rein. Wie riecht das? The day of reckoning is at hand. Swordsman! Agnes Day. Swordsman are falling, Lord. Do not falter. Strike them down. Retribution awaits. Lord. I cannot. Alter, ich verrecke. On the march. Ich verrecke. On the march. In God's name. Es riecht, als würde ich verrecken. I'm listening. As you wish. Yes, Lord. Ich wollte nur sagen, der Raid geht wohl sehr lange heute und die Hunde haben gefressen und ich liebe dich. Thank you, sir. Ich finde es so schön, wie du mir das schreibst. Ich lese es vor und das Nächste, was in diesem Stream passiert ist, ist die riesige Niederlage, die ich gerade gemacht habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Raid, Kalle. Ich hoffe, dein WoW-Raid heute suckt nicht so dermaßen krass wie der letzte WoW-Raid, den du hattest, nämlich der gestern. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe, nämlich zwei, damit du auch nur ansatzweise nicht 200% der Zeit brauchst, die ihr euch vorhin eingeplant habt, und wünsche dir viel Spaß. So, ich würde das gerne nochmal probieren.
Es sind 5 Stunden eingeplant. Es sind was? Also zum Gefühl, zum Vergleich, ne? Gestern hatte er einen Raid, da waren 2 Stunden eingeplant und es ging 4,5 Stunden, weil er mit Randoms geradet hat und die nicht vorbereitet waren, die Tanks. Wenn das heute genauso gut läuft, dann sehen wir uns in 11 Stunden wieder. Wie viele Kamele sind das? Ich wünsche dir viel Spaß. Also waren die Hunde noch nicht draußen, aber sie sind gefüttert. Alles klar, dann lasse ich die Hunde, dann lasse ich die Hunde auf jeden Fall raus. Das bedeutet aber auch, Chat, dass wir ein bisschen länger machen können. Okay, wir haben Theodoron. Und wir wollen hier vielleicht ein bisschen mehr Defensive haben. Und dann wollen wir Schwertkämpfer haben. Und Speerkämpfer und Schwertkämpfer. Und dann probieren wir es nochmal neu. Es gibt keine Kamele auf der Map. Gibt es insgesamt Kamele in Ark? Wait. This is recent. So, kann ich das skippen? Das hatten wir ja schon gesehen. So, okay. Lord, guide my path. Hey. Give him volley! What in God's name has happened here? Who are these men? Everyone, keep your eyes open. We know not what we're walking into. Onward! Kill them all! By your command! Ambush! The wicked shall... Fight with the strength of God! Morella Topside. True! Morella Topside sind Kamele. True! Do not falter! Gather around, brothers. Standing ready. And stay down! Yes, Lord? Stop acting! Duty calls. On the march! We are your shield. By your will, Lord. The day of... Come, brothers! Charge! Spearmen, as you command, Lord. Swordsmen! Spears! Push them back! We cannot linger. Attack! Command us, Lord. Stay low, boys. Aye, are they ready? Javelins, now! Do not falter! That knight there leads the raiders. Despicable. Orders, Lord. Retribution awaits! Give them volley! Agnus Dei. As you command. The wicked shall be. In God's name. The wicked shall fall. So. Und jetzt müssen wir aufpassen, weil das war die Stelle, an der wir gerade vorhin richtig hart gefickt wurden. Also müssen wir hier jetzt ein bisschen aufpassen. Damit das halt nicht direkt nochmal passiert. Sollten da jetzt nicht so krass vorpreschen. Careful, lads. He'll try to run you down.
Yes, Lord. Give him no quarter! Give him volley! Javelin! Now! Do not falter! How can we serve, Lord? Spears! Das sieht schon viel besser aus als letzte Runde. Also es sieht immer noch nicht gut aus, aber es sieht schon viel, viel besser aus als letzte Runde auf jeden Fall. Ich muss nur bei denen aufpassen. Die fallen mir nämlich gleich um. Und das wollen wir nicht. Scheiße. Okay. Aber diesmal sind wir hier durchgekommen. Aber wir haben leider unsere Schwertkämpfer verloren. Das ist ein bisschen scheiße gerade an der Stelle. Aber es kann passieren halt leider. Gather around. We are slaughtering the villagers. I won't tolerate such cruelty. Save as many as you can. Do not falter. Okay. At the ready. Onward. We're moving. Lord, as you command. Wir müssen aufpassen, dass die Dudes nicht von hinten in uns reinfallen. Anderen in den Rücken fallen, das wäre scheiße as fuck. Lord, guide my path. Moving out. I'm the hunt. Thank you, sir. Thank you, sir. No problem, I'll save you. Das sieht aus da vorne, als würden wir hier was Gutes bekommen. Holz zum Beispiel. That knight seems to be in trouble. Let us hurry to his aid. Your will be done. And open it. Attack! Archers at your command. Ranging ahead. Spears. We cannot linger. So. Do not falter. Und dann machen wir einmal hier Bogenschützen rein. Um sicher zu gehen. Jawohl, nice. God really does look after me if he sends such a knight. Prince Charming. My name is Theodoric von Eichenberg. What is going on here, good sir? Gascoigne de Corbon, at your service. We held off some looting ruffians, but it got a bit out of hand. Many people remain outside these walls, in danger of being slaughtered. I pledged myself to help them. So I'm going outside right now. Okay. I shall join you. A valiant knight such as yourself should not stand alone. I am honored. Too many call themselves knights, yet forget our most sacred duty of protecting the weak. Agreed, brother. We'll follow you into battle. Upon my word. Jetzt habe ich hier einfach so einen Franzosen. Das ist nicht negativ gemeint. Aber so einen Prinz Charming Dude dazu bekommen. Und ich bin super gespannt, was der kann. Niedertrampeln. Ah, der sitzt doch auf einem Pferd, ne? Das ist halt auch ziemlich cool. Tatsächlich. Okay. Und dann wollen wir... Hilf den Leuten vor den Mauern. We're coming. Yes, brother. Hat er ein Nahkampfbaguette? Ich weiß nicht, ob ich diese Frage beantworten möchte, um ehrlich zu sein. Trotting. Traversing the battlefield. Trotting. Quick as the wind. Upon my word. Galloping! Cavalry at the... Run them down! The day... Come, brothers! On we go! On the lookout! That loathsome night again. The Miller and his family are probably making their last stand as we speak. Forging ahead! Aber wir speaken doch gar nicht gerade. Wir sind doch... Ah! Wir kämpfen doch.
follow you. Attack! Attack! A chance at chivalry. Perish by my righteous fury! Agnus Dei. Do not falter! My lord. By your command! Archers! Heading out. Lances searching ahead. Lances! Lances! My friends! Lances! Ich muss aufhören, mich drüber lustig zu machen, aber ich finde die Aussprache sehr niedlich. Lances! Ich höre schon auf. Sorry. Dankeschön, Rodolfo, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Your command. Lord, guide me. Follow my lead. It saddens me that we could not save everyone. In God's name. Onward. So. Ja, genau. Also ich habe Todesmarsch nicht mehr drin stehen. Ich hatte ganz lang bei mir im Stream, hatte ich als Streambeschreibung drinnen stehen, dass quasi der einzige richtige Schwierigkeitsgrad Todesmarsch ist. Und es war halt übernommen aus der Schwierigkeitsbeschreibung von The Witcher 3, wo der schwierigste Schwierigkeitsgrad Todesmarsch heißt. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das drinnen hatte, kamen immer mal wieder Leute zu mir in die Community, die Todesmarsch mit was anderes assoziiert haben, obviously, und mich gefragt haben, wie ich das gemeint habe. Und ich fand das halt nicht schön, dass es für manche Menschen so eine negative Assoziation damit gab, weil das, also verständlicherweise, weil das Wording einfach nicht gut war. Deswegen haben wir jetzt Veteranen drin stehen statt Todesmarsch. Bedeutet ja das Gleiche, aber ohne dass es halt für die Leute negativ behaftet ist, weil das hat dann keinen Mehrwert. Oh, guckt mal, hier ist eine Axt. Stay low, boys. As you command, heading out. Javelins, now! Your command, brother. Rauf da. Rauf da. Alles gut, Krüger, alles gut. Ich weiß, dass das bei den meisten Leuten nicht die Absicht ist. Ich zitiere da nichts Böses oder Negatives mit rein. Keine Sorge. Ich wollte nur einmal erklären, warum wir es rausgenommen haben und warum wir es nicht nutzen. Weil ich halt mich sehr bemühe, darauf zu achten. Und manchmal hat man es ja auch wirklich nicht auf dem Schirm, weil man ja auch einfach sich nichts Böses dabei denkt. So. Meine Assoziation war auch, oh, so hieß es bei Witcher. So. Aber ich will halt nicht, dass es für andere unangenehm ist. Oh Gott! Ich habe gar nicht gerafft, dass ich da völlig durchgerannt bin einfach und gar nicht gerafft habe, dass ich schon mittendrin stehe quasi. Upsi. Mit Kamelen passiert das sowas nicht. Die warnen dich. Hallöchen Bananenbrot und bitte entschuldige dich für sowas nicht. Alles gut. Stream ist, wann auch immer du Bock hast, ist er da. Und wenn du gerade keine Zeit hast, dann ist das auch völlig fein. So. Dann wollen wir einmal heilen nochmal. Genau. Dankeschön, Sturmbrot, für die 21 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin.
perish by my righteous fury! Orders, Lord? On the double, Lord. As you command, Lord. Hey, get ready, man. Yes. Warum bin ich eigentlich schon wieder mit meinen fucking Bogenschützen da reingelaufen? Was ist eigentlich mein Problem? Wieso mache ich das die ganze Zeit mit den fucking Bogenschützen? Es ergibt halt gar keinen Sinn, dass ich das mache. Yes, brother. Commander Sloan. We cannot linger. We did what we could. Jawohl. It's the church bell. Vielleicht magst du keine Bogenschützen. Ja. Wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich ist es das. Und zurück. The day of reckoning is at hand. Do not falter. Moving out. On the march. So. So, von wo werden wir jetzt angegriffen? Ich habe es noch nicht im Blick. Ich meine, unsere Bauern sind ziemlich hart am Ass. Wir sind aber auch noch nicht da. Aber es sieht aus, als würde uns das Spiel Zeit geben, bis wir angegriffen werden. Aber es war gut auf jeden Fall, dass wir jetzt nicht mit zwei Bogenschützeneinheiten spielen, sondern nur mit einer. Die zwei Bogenschützen waren zu viel offensichtlich. Aber ich kann mich mit euch da rein darauf stellen, ne? Das ist auch ganz cool eigentlich. My lord, more bandits were spotted to the north. They're coming here to burn and pillage. We're packing up and making ready to flee to the woods beyond the river. We need to give them more time. We shall fight as one, knight brother. Men, get ready! The enemy is coming! Yes? Get up! By your side, Lord. The enemy is coming. We'll follow you into battle. Lively, man. We'll follow you into battle and die. The marauding horsemen are here again, Lord. Wo denn? Oh Gott. Da. Javelins, now! Cavalry at the ready. Perish by my righteous fury! On the attack! God wills it! Coward! An opening! Attack! Lord? Give him volley! Let me be right! Commander Sloan! Do not falter! Gather around, brothers. The wicked shall fall! A knight fights till the bitter end. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Nein, ich habe meinen Knight verloren. Kann ich den wieder aufstellen? Offensichtlich nicht. Oder? Komm, touch ihn an. Touch den Franzosen an. Ja. Oh nein. Aber der Franzose ist wieder da. Geh dich heilen. Nein, 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 nein. Komm, geh einfach dahin und geh dich heilen, bitte. Du bringst mir nichts, wenn du stirbst. How can we serve you? This is our chance! Orders, Lord. Take everything that ain't nailed down. Awaiting orders. We're moving. Swordsmen. Gather around, brothers. A chance at shiver. Reversing the battlefield. Perish by my righteous fury. Trample them. At the ready. Do not falter and stay down. Orders as you command, Lord. Make haste! As you wish, as you command.
Agnus Dei. A chance at chivalry. Your command. Retribution awaits! Valiant! Javelins! Now! Yes, Lord. Stay low, boys. Kann ich den nicht runterschicken? Archers. Nee. The wicked shall advancing. Do not falter! Come, brothers. Swordsman! By your will, Lord. Sworn brothers. Yes, brother. Searching ahead. Perish by my... Oimir, that must be the knight we were told to look out for. Okay. You're plowing right. But that other knight looks the same. Which one do we kill? Yes? Yes, brother. I don't know. Let's kill them both. Lances and swords. Trotting. Die Gespräche sind großartig. Javelins! Now! Give them volley! By your side. On the double load. Die Gespräche sind absolut großartig. We cannot linger. Cavalry at the ready. Okay. Und dann hier nochmal drauf. Sorry, dass ich gerade so wenig im Chat bin, aber es ist... Ich will es nicht nochmal verkacken. The day of reckoning is at hand. Duty calls. Javelins, now! Lord, guide my path. Galloping! Sharp, brothers! Traversing the battlefield! Quick as the wind! Upon my word! Alter, warum sind die zu Fuß fast genauso schnell wie mein Dude mit Pferden? Sind die drunk? Als ob man bei einem Pferd mitrennen könnte. I'm listening. Nein, lauf, lauf, lauf. Bitte fall nicht schon wieder um. Natürlich, da schon wieder um. Valiant brothers of the sword. Do not falter. Spears, your will be done. Gather around, brothers. Aye. Moving out. Duty calls. Javelins, now! Get ready. So. Du auch. Du geh bitte dahin. Aye. Und ihr müsst dahin schießen. Standing ready. This is our chance! Perish by my righteous fury! Commander Snow! God wills it! Javelins, now! Yes, Lord? Light them up, lads! Aye, aye, aye. Valiant and honorable. Searching ahead! So, hol mal die Axt da hinten. Your command, Lord. For your command! The wicked shall forging ahead. How can we serve, Lord? Advancing. A chance at chivalry. Upon my word. Step lively, men. Lances and swords. Let's get back into the fight. Perish by my righteous fury. Valiant brothers of the sword. The wicked shall fall. Oh, mein Gott. Come on, brother. Awaiting orders, Lord. The day of... On the march. You give me no choice. Do not falter. We cannot linger. Aye. Das Gefühl, das Pferd da hinten fällt gleich um. That looks like the last of them. Oh, haben wir es geschafft? Ich glaube, da brennt was. Nein. Es sind noch mehr. Es sind noch mehr. Ich dachte, wir hätten es. Aber es sind noch mehr. Es ist eine ganze Stadt, die uns da angreift. Da fällt eine ganze Stadt ein.
be done. Es sind immer noch mehr, ja. Ist so. Wie bekomme ich die denn? Ah, Gebäude verlassen. Stay low, boys. My archers are hale and hearty again. As you wish. My archers are hale and hearty again. In God's name. In God's name. My archers are rail and hurting again. Yes, Lord, advancing. Yes, Lord, advancing. Come, brothers. Come, brothers. Follow my lead. We'll follow my lead. Marching. Marching. Brother. We ride. Scheißen. Heading out. Duty call. Give him no quarter. Javelins, now. Perish by my righteous fury. Give him body. Hmm? Do not falter. My lord. At the ready. I cannot fail. Swordsman. Traversing the battlefield. Upon my word. An opening. Attack! Yeah! Javelins, now! Perish by my righteous fury! The battle is joined! Spears! He was right. We are strong enough to oh, kill rats. Das ging schnell. Jawohl! Marauders. I suggest we withdraw beyond the bridge, friends. Fleeing is not my favorite tactic. But I can see the sense in your words, brother. Well, the peasants are gone. We did what we wanted to and more. Holy shit! Move it, lads! Move! That's the last of them, brother. All the villagers fled, too. But it's a small consolation if we cannot somehow keep those marauders from coming after them. I volunteer to hold them at the bridge. We could set the bridge on fire, Lord. Was schmeißen die da gerade hin? That'll make sure they can't follow. All right, boys. Light it up! Ach. Now leave it to the flames, lads, and make haste. Ich war nur so ein bisschen verwundert, weil ich mir dachte, so wenn ich fliehen würde, dann hätte ich in meiner Trinkflasche nicht unbedingt Öl dabei, sondern vielleicht was zum Trinken. Aber es macht Spaß. Ist cool. Es macht sehr viel Spaß. 106. Ja. Hast du etwa kein Notfallöl in der Handtasche? Nee. July 3rd, in the year of the Lord, 1217. Near the Alba Dominorum Monastery, the Black Forest. It is more than 3 weeks now since the two knights left that village behind, shared the evening's meal in camp, and talked long into the night. By morning, Gascoigne de Corban and his men swore fealty to Lord Theodric, and, for better or worse, we shall share the road and its hardships from now on. And so we left behind the gentle hills and glades of the Empire's central reaches, and after marching for what seemed like an eternity, entered the confines of the Black Forest. Hallöchen, Falb. They say that under its dark boughs, many wayward people and obscure places can be found. And the Alba Dominorum Monastery is one such place. Ja, habe ich, Lord Philippa. The Cistercian white monks brought knowledge of the relics with them when they came here 70 years ago and recorded it on the foundation stone. That stone is our only hope now, and I fervently pray to the Lord that we find it intact. The Black Forest is a truly magnificent place. But it is also quite eerie.
The mountainous valley constantly resists man's attempts at forming a lasting civilization here, and many tales tell of old things and old beliefs flourishing under its twilight canopy. Das ist eine schöne Art des Storytellings, finde ich. I am inclined to agree with such accounts, based on what I have seen. The vile men who attacked us at Rowig have not been seen since, but that does not mean we are out of peril yet. This morning marked our arrival in the vicinity of Alba Dominorum. After a few hours marching, Lord Theodric struck camp a few miles away from the monastery, not wishing to scare the white monks or the locals with dozens of armed men bearing a strange coat of arms. Ich find's richtig, richtig schön vom Storytelling her. For that reason, many of our comrades will remain behind in a cozy camp among the forested hills. A handful of scouts led by Gascoigne went ahead to map out the winding roads and paths of the area. Then, a quarter of an hour ago, a horn was twice sounded among the hills before abruptly going silent. They tell me it is a bad sign. Ups, mein Magen, sorry. Das ist hübsch. So, was ich jetzt gucken wollte, wenn wir zurück zum Menü gehen. Dann, genau, es gibt die Kampagne, die wir spielen. Man kann aber auch mit bis zu 4 Spielen kompetitiv spielen gegeneinander. Ich wollte einfach einmal quasi gucken, wenn man das alleine startet. Ah, und da gibt es dann unterschiedliche Helden, die man sich aussuchen kann, mit denen man spielen möchte. Es gibt Grimhild, und dann kann man so 1 gegen 1 spielen, Eroberung und keine Ahnung was alles. Das ist cool. Und man kann, es gibt auch Ranglistenspiele, wenn ich gesehen habe, aber genau, und Last Man Standing. Schlicht der spannenden Herausforderungen, die der Valen zu bieten hat. Verteidige zusammen mit 2 Kameraden Gebäude gegen eine Angriffswelle nach der anderen. Ah, und da muss man einfach gucken, dass man so lang wie möglich durchhält. Geil. Nein, 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 die Kampagne ist nicht durch. Nee, nee, die Kampagne, wir haben 3 von 16 gespielt jetzt. Also nee, nee, nicht mal ansatzweise. Ich wollte nur noch einmal ganz kurz reingucken, weil wir für heute damit aufhören. Und das wollte ich euch einmal quasi zeigen. Das wäre mega cool mit Maurice, ja. Wenn Maurice da Bock hat, vielleicht. Das wäre halt so ein perfektes Spiel für einen gemütlichen Abend, wo man mal so gegeneinander spielen kann, wenn wir uns wieder überlegen, was wir halt am Abend machen sollen, dann wäre das auf jeden Fall mega cool, so The Last Man Standing in dem Spiel. Ich werde es ihm mal vorschlagen, vielleicht hat er Lust. Ja, das ist auf jeden Fall The Valiant. Das kam jetzt ganz frisch raus. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich persönlich würde euch auf jeden Fall empfehlen, auf schwer zu stellen. Ich finde es auf normal, finde ich es zu leicht. Viel zu leicht, aber that's just me. Das heißt, wenn ihr das ausprobieren wollt, würde ich euch auf jeden Fall raten, das auf schwer zu stellen. Und dann macht das richtig, richtig Laune. Also, es war echt cool. Auch das Storytelling fand ich sehr, sehr nice. Mal so richtig mit einer Keule aufeinander beidreschen. Ein gemütlicher Abend bei Pia. Ja, so gehört sich das.